brauchen wir wirklich die ganzen DVDs. Ja. Das Zeug brauchen wir jetzt noch 5 Minuten, dann ist es Geschichte, wirst schon sehen. Michael Rüb, ich bin Studiengangsleiter für den Bachelorstudiengang Mikrotechnologie, Physikalische Technik und ich möchte Ihnen heute ein bisschen was zu diesem Studiengang erzählen. Ja, schauen wir zunächst auf den Fachbereich. Wir haben hier im Fachbereich ein relativ breites Spektrum an Studiengängen, Bachelorstudiengänge, Masterstudiengänge. Der Studiengang Mikrotechnologie, Physikalische Technik ist ein Studiengang, der die Aufgabe hat, zwei grundlegende Disziplinen, nämlich die Physik und die Ingenieurwissenschaften, zusammenzufügen, sodass etwas Sinnvolles dabei rauskommt. So, das, was dabei rauskommt, ist ein Physikingenieur. Und wir haben zwar den Schwerpunkt Mikrotechnologie, deswegen ist es auch im Namen explizit so erwähnt. Es ist jedoch so, dass wir diesen Studiengang als generalistischen Studiengang sehen. Das heißt, wenn Sie das alles gut absolviert haben, dann haben Sie die Möglichkeit, in verschiedene Richtungen sich weiterzuentwickeln. Das könnte konkret so ausschauen, wenn Sie also nach dem Bachelorstudium ein Masterstudium anstreben, dann können Sie bei uns im Fachbereich beispielsweise in die Masterstudiengänge Laser- und Optotechnologien, Scientific Instrumentation, das ist ein internationaler Studiengang, oder Werkstofftechnik gehen. Das sind alles Studiengänge mit gewissem Tiefgang und einem wissenschaftlichen Anspruch. Und von dort aus, und das passiert gar nicht so selten für die Absolventen aus dem Studiengang Mikrotechnologie, Physikalische Technik, können sie dann sich überlegen, eine Promotion zum Dr. Insch anzustreben. Der Studiengang Mikrotechnologie, Physikalische Technik, wie gesagt, hat einen Fokus auf Mikrotechnologien. Ich möchte jetzt im Folgenden ein bisschen erläutern, was Mikrotechnologien sind und wozu sie eigentlich gut sind. Und deswegen fange ich erstmal mit etwas sehr Grundlegendem an, nämlich Mikrostrukturen. Also wir bewegen uns hier in der Größenordnung von einem Mikrometer, wie man das dem Namen nach eben auch erwarten würde. Und natürlich lassen wir auch mal den Blick nach unten schweifen, das heißt in den Nanometerbereich. Und gelegentlich geht es auch darum, sich etwas größere Objekte und Strukturen anzuschauen. Grundsätzlich geht es bei uns im Studiengang um Strukturen, die künstlich erzeugt werden, die man mit hoher Präzision, reproduzierbar, zu vernünftigen Kosten, mit vernünftigem Aufwand herstellen kann und dann mit einer bestimmten Funktionalität versehen kann. Diese Strukturen, die sozusagen die Basis bilden, die können zweidimensional sein, die können so zweieinhalbdimensional sein oder sie können vielleicht auch dreidimensional sein. Das ist dann eine Frage des Aufwandes und vor allem eine Frage der Applikation, also was wird in den jeweiligen Applikationen gebraucht. Wir beschäftigen uns nicht mit natürlichen Mikrostrukturen, also DNA oder solchen Dingen, aber natürlich ist es manchmal ganz hilfreich, wenn man sich bei der Natur vielleicht was abschaut und versucht, solche Dinge zu imitieren, beispielsweise den Lotusblüteneffekt auf einer Lotusblüte. Die Frage ist natürlich jetzt, wozu brauche ich solche Mikrostrukturen? Und diese Frage lässt sich relativ leicht beantworten. Also Sie brauchen Mikrotechnologien, Mikrostrukturen für alles, was mit Mikroelektronik zu tun hat. Also Ihr Smartphone hat Prozessoren, hat Speicher und diese sind natürlich als Mikrostrukturen aufgebaut und designt. Jeder Rechner, jeder Laptop, jeder Server benötigt Mikroelektronik, benötigt Chips und diese Chips tragen in sich wieder Mikrostrukturen und werden mit Hilfe der Technologien der Mikrotechnologie erzeugt. Aber heutzutage hat man noch ein größeres Anwendungsspektrum, also beispielsweise Mikromechanik ist etwas, was sehr weit verbreitet ist heutzutage und sicherlich in der Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Sie können hier zum Beispiel so einen Beamer sehen. Dort sind tausende von Mikrospiegeln auf einem Chip angeordnet. Und jeder Pixel, den Sie dann auf der Leinwand sehen, entspricht nachher einem Mikrospiegel. Beschleunigungssensoren im Handy ist auch ein Beispiel für Mikromechanik. In jüngster Zeit
gibt es auch vermehrt Applikationen im Bereich der Mikrofluidik. Hier sind besonders Lab- und Chip-Systeme im Fokus, die eine etwas oder eine deutlich vereinfachte und rationalisierte Diagnostik, medizinische Diagnostik versprechen. Und in heutigen Zeiten ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Lassen Sie mich noch auf ein letztes Anwendungsgebiet kommen, das ist die Leistungselektronik. Das klingt erstmal ein bisschen tröge, aber ich möchte gerne darüber erzählen, weil ich aus dem Bereich komme. Und außerdem, es ist vielleicht ein bisschen überraschend, ist das wirklich das Rückgrat all dieser Technologien, über die heute so intensiv diskutiert wird. Also Elektromobilität oder die Erzeugung von Elektrizität mittels alternativer Energiequellen wie Photovoltaik oder Windkraft. Diese Dinge wären nicht möglich ohne Leistungselektronik. Und Leistungselektronik, Sie ahnen das schon, basiert natürlich auf Mikrostrukturen, auf Mikrostrukturierung. Ich habe hier zum Beispiel einen Wafer, auf dem finden Sie ca. 1000 Leistungstransistoren, die dann natürlich für die Applikation wird dieser Wafer zersägt, dann werden die in einzelne Gehäuse gepackt und die finden zum Beispiel Anwendung in Schaltnetzteilen zum Laden von Laptops oder so. Ja, wenn man historisch zurückschaut, dann kann man feststellen, dass in der Mikroelektronik, in der Mikrotechnologie, die Strukturgrößen über die Jahre und Jahrzehnte immer kleiner geworden sind. Das ist zunächst mal etwas, was man so einfach hinnehmen kann, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es ein bisschen überraschend. So, warum werden Dinge immer kleiner? Schauen Sie sich im Vergleich zum Beispiel Autos an. Autos haben immer ungefähr die gleichen Dimensionen. Natürlich sind Autos von heute gegenüber von Autos aus den 50er oder 60er Jahren von mir aus in ihren Leistungsparametern deutlich verbessert. Aber es sind kleine Verbesserungen. Da geht es vielleicht nehmen wir das Beispiel Benzineinsparung, ja, oder Effizienz. Da geht es vielleicht um 10%, 20%, 30% oder so etwas, vielleicht auch mal 50%. Im Bereich der Mikroelektronik sehen wir aber Größenänderungen um tatsächlich Größenordnungen, also um Faktor 10 oder 100 oder noch größer. In diesem Maßstab sind die Dinge kleiner geworden und im gleichen Bereich hat sich natürlich auch die Leistungsfähigkeit dieser Mikrogeräte, dieser Chips verbessert. Ich möchte Ihnen das mal hoffentlich einigermaßen anschaulich jetzt demonstrieren. Ich habe mir hier jetzt aus Wikipedia mal Informationen zu CDs, DVDs und Blu-rays rausgezogen. Und wir schauen mal auf einen bestimmten Parameter, das ist jetzt hier dieser Spot-Durchmesser. Und da sehen Sie bei der CD steht hier 2,1 Mikrometer, bei der DVD steht 1,3 Mikrometer und bei der Blu-ray steht 0,6 Mikrometer. Ja, Sie sehen also, das ist immer ungefähr um 0,7 Mikrometer oder sowas von ja, Produkt zu Produkt, wenn man das so will, von Technologiegeneration zu Technologiegeneration kleiner geworden. Und Sie sehen natürlich auch anhand dieser Zahlen, dass sich die Speicherfähigkeit dieser Medien jeweils verbessert hat. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen anschaulich zu machen. Ich habe hier 20 DVDs. Das entspricht also ungefähr einer Speicherkapazität von 100 GB, ja, also 4,7 mal 20. Dann habe ich hier einen zweiten Stapel. Das sind auch nochmal 20 DVDs, nochmal 100 GB. Ja. Und dann habe ich hier einen dritten Stapel. Das sind auch nochmal 100 GB. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt hier 300 GB. Ein ziemlich großer Berg. Es ist nicht ganz fair, weil ich die Hüllen mit dazu genommen habe. Aber Sie können sich diese 60 DVDs vielleicht auch als Stapel von Scheiben vorstellen. Das ist also immer noch ein ziemlich großes Volumen. Dagegen habe ich jetzt hier 4 Blu-rays. Die sind natürlich relativ deutlich kleiner. Und wenn ich jetzt also diese 100 GB als Blu-rays vergleiche mit dem 100 GB Stapel an DVDs, sieht man schon mal ein deutlicher Unterschied. Aber so richtig griffig, was diese Miniaturisierung bedeutet und wie weit man das treiben kann, wird vielleicht erst dann klar, wenn ich Ihnen diesen Flash-Speicher dagegen setze, diese Speicherkarte. Diese Speicherkarte, Sie können es vielleicht sehen, hat ebenfalls eine Speicherkapazität von 400 GB. Ja, also wir haben hier 100, 200, 300, 400 und wir haben hier auch nochmal 400. Und der Trick dabei ist einfach, Dinge immer kleiner zu machen. Sie sehen, welche enormen Effekte das hat. Den Bücherstapel, den man hier
aufstapeln müsste, um die gleiche Informationsmenge abzuspeichern, das erspare ich Ihnen, das wären gigantische Mengen an Büchern. Ja. Also Sie sehen, obwohl wir uns auf einer mikroskopischen Skala bewegen und man so naiv denken könnte, naja, ob ich jetzt 1 Mikrometer habe oder 1,7 Mikrometer oder sowas, ist doch vollkommen egal, dann ist es nicht egal. Ja? Also diese Verkleinerung auf der mikroskopischen Skala ist wirklich ein extremer Hebel, um die Dinge kleiner zu machen und vor allem, um sie leistungsfähiger zu machen. Ja? Also die Mikroprozessoren, die Sie heute haben und die man vor 20 Jahren hatte, die sind in ihrer Leistungsfähigkeit nicht zu vergleichen. Also wenn Sie nochmal das Beispiel nehmen zwischen einem Auto und vor 20 Jahren und einem Auto heute, dann sind die Unterschiede nicht so wahnsinnig groß. Aber ein Computer heute und vor 20 Jahren ist in seiner Leistungsfähigkeit dramatisch besser geworden, obwohl die Kosten fast gleich geblieben sind. Ja, und es liegt einfach daran, dass man immer besser versteht, Dinge kleiner und effizienter zu gestalten. Gut, die Frage ist jetzt, was hat das mit Ihnen zu tun, was hat das mit unserem Studiengang zu tun? Die Frage ist also, was lernen Sie bei uns? Sie lernen bei uns, wie man Mikrostrukturen herstellt und wie man sie analysiert. Ja? Das Herstellen ist der eigentliche Punkt. Egal, ob es jetzt um Mikromechanik geht, ob es um Mikroelektronik oder Mikrofluide geht, die Techniken, wie man so etwas herstellt, sind einigermaßen gut miteinander verwandt und relativ ähnlich. Ja? Jetzt ist es so, wenn wir, wie zum Beispiel im Falle dieses Flash-Speichers im Bereich von Submikrometer ankommen, also wenige Nanometer Strukturgröße noch haben, dann ist es sehr schwierig, diese Dinge im Mikroskop noch zu sehen. Mit einem normalen Lichtmikroskop wird es also nicht möglich sein. Deswegen ist also die Analyse von künstlich hergestellten Mikrostrukturen extrem wichtig, denn man muss das kontrollieren, was man herstellt. Ja, da dürfen einfach keine Fehler sein. Nehmen wir ein Beispiel, der Mikroprozessor in Ihrem Handy, der hat vielleicht 1 Milliarde oder 2 Milliarden Transistoren und die müssen alle funktionieren. Ja? Also darf kein einziger dabei sein, der nicht funktioniert. Und deswegen muss das alles fehlerfrei sein und man muss sich überlegen, wie man diese hergestellten Strukturen tatsächlich analysiert und kontrolliert, sodass am Ende eine sinnvolle Maschine rauskommt. Es sind am Ende Maschinen, die Sie bauen, egal ob jetzt mechanische oder elektronische Maschinen. Sie lernen bei uns natürlich auch, wie Mikrobauelemente funktionieren. Also Sie haben hier auf der Folie das Beispiel eines MOS-Transistors. MOS-Transistoren sind das funktionale Element von Mikroprozessoren beispielsweise. Und da muss man verstehen, wie die funktionieren und welche interne Struktur die haben und wie man die aufbauen muss. Das alles lernen Sie bei uns. Wir gucken natürlich während des Studiums auch immer mal ein bisschen zur Seite und überlegen uns vielleicht, wo geht die Reise hin? Ja, ist es irgendwann so etwas wie Nanotechnologie? Ja, gehen wir zu 2-3 Nanometer Strukturgrößen? Muss man die Art und Weise, wie heute Mikrostrukturen hergestellt werden, vielleicht mal überdenken? Wird das ganz Neues schaffen? Vielleicht geht es doch in Richtung Biologie. Vielleicht werden irgendwann Nanoroboter in der Medizin eingesetzt, um zum Beispiel Arterien zu reinigen. Mein persönlicher Traum ist ja die monolithische Mikrodrohne hergestellt auf einem Wafer. Wobei ich nicht so genau weiß, wie man das machen könnte und ich weiß noch gar nicht so genau, wozu das überhaupt gut sein sollte. Und das ist natürlich eine wichtige Frage. Ja, man muss immer wissen, wozu man etwas tatsächlich tut. Ja, der Studiengang selbst ist sozusagen in drei Fächerbereiche aufgeteilt. Also wir haben die Grundlagenfächer, Mathematik, Physik, theoretische Physik, Festkörperphysik, diese Dinge, die Sie lernen müssen, die Ihr Rüstzeug darstellen und mit dem Sie auch in anderen Disziplinen natürlich wuchern können. Ja, also wo Sie dann auch Zugang bekommen zur Optik, zur Elektronik oder sonst irgendwas. Dann haben wir die Grundlagen der Ingenieurswissenschaften, also Grundlagen Konstruktion, Elektrotechnik, Optik dann jetzt hier, Informatik, Vakuumtechnik, solche Dinge, die man als Ingenieur einfach beherrschen muss. Und dann haben wir die fachspezifischen Veranstaltungen, die jetzt dann fokussiert auf die Mikrotechnologie sind, also Mikrotechnologie, Mikrosystemtechnik, Halbleiterphysik und Technologie und solche Dinge.
Ja, wozu lernen Sie all das? Ja, Sie können jetzt sagen, das ist ja nett und interessant, aber kann ich denn davon später mal leben? Aus heutiger Sicht muss man sagen, das sieht sehr gut aus. Ja, also es gibt wahrscheinlich im Moment wenige Disziplinen, wo man so optimistisch in die Zukunft schauen kann. Ich gebe Ihnen mal zwei, drei aktuelle Beispiele. Vielleicht haben Sie es in der Zeitung gelesen. Bosch baut in Dresden aktuell eine große Chipfabrik. Dort wurde etwa 1 Milliarde Euro investiert. Die Fabrik wird im Sommer eröffnet, steht also da, können Sie sich anschauen, wenn Sie in Dresden an Autobahnen vorbeifahren. In Österreich, in Villach, das ist ein kleines Städtchen in Kärnten, dort entsteht gerade auch eine neue Chipfabrik, angedockt an die dort schon existierende Chipfabrik von Infineon Technologies. Dort wurden 1,6 Milliarden Euro verbaut und dort werden hauptsächlich zukünftig Leistungshalbleiter für die E-Mobility hergestellt werden. Und aktuell, wenn man genau schaut, findet man schon leise Pressemitteilungen dahingehend, dass Infineon in Dresden nochmal investieren möchte und das GlobalFoundries, das ist ein anderer großer Chiphersteller, der in Dresden schon beheimatet ist, nochmal eine Chipfabrik dort bauen möchte. Also im Moment ist mir nicht ganz klar, wo die vielen Ingenieure, die dort gebraucht werden, herkommen sollen. Aber vielleicht sind Sie ja derjenige oder diejenige, die dort einmal arbeiten wird und Karriere machen. Ich hatte jetzt sehr viel über Chiphersteller als potenzielle Arbeitgeber für unsere Absolventen geredet, aber das ist nicht das vollständige Bild. Ich hatte vorhin schon gesagt, wir bilden Generalisten aus. Also wir sehen diesen Studiengang als einen etwas breiter angelegten Studiengang, zwar mit einem klaren Fokus, aber trotzdem sind unsere Absolventen auch fähig und in der Lage, in andere technische Bereiche zu wechseln. Und hier bietet sich natürlich die Optik an, wofür sie prädestiniert sind. Oder klassisches Einsatzgebiet ist auch die Herstellung von Maschinen, von Equipment, von wissenschaftlichen Instrumenten für die Mikrotechnologie, beispielsweise Lithografie-Equipment. Da gibt es in Jena ein paar Firmen mit zum Beispiel Wistec oder Vakuum für Vakuumkomponenten. Da ist also die Landschaft gerade in Deutschland auch sehr, sehr bunt. Natürlich finden sich auch immer Einsatzgebiete in der Forschung. Und Forschungseinrichtungen sind Universitäten, die Fraunhofer-Gesellschaft, das Helmholtz-Zentrum. Oder auch die industrielle Forschung in großen Unternehmen wie vielleicht bei Bosch oder Siemens oder solchen Firmen. Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, gerne. Dankeschön.